Kissen her, macht's euch bequem, denn gleich gibt es ein Wiedersehen. Mit Mummin, Schnuffkin und Klein Mü, beeilt euch schnell, gleich kommen sie. Gleich gibt's die Mummin. Das sind die Mummin. Gleich gibt's die Mummin. Die gute alte Zeit, als Sender wie ZDF und Kika noch Anime gesendet haben, erinnert uns an eine Ära, in der wir uns als Kinder und Teenager in faszinierende Geschichten und wunderbare Welten vertiefen konnten, die uns noch heute nostalgisch werden lassen. Eine Zeit, als das Fernsehen noch ein Tor zu fantastischen Abenteuern war. Heute schauen wir zurück auf die Mumins. Charmante Wesen, die nicht nur Teil unserer Kindheit waren, sondern auch den kreativen Geist der finnlandschwedischen Autorin Tove Jansson widerspiegeln. Mit ihren einzigartigen Persönlichkeiten und magischen Abenteuern hat die Serie bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Mumins sind eine ursprünglich aus Finnland stammende Buch- und Comicreihe, die später auch als Anime adaptiert wurde. Das Ganze in einem leicht verspielten Stil, der den Illustrationen in den Büchern von Tove Jansson ähnelt. Sie sind fiktive Trollwesen, die einem Nilpferd sehr ähnlich sehen und die von Tove erschaffen wurden. Ihr Zuhause ist das malerische Mumintal, welches sich irgendwo tief in Finnland erstreckt. Der Stil des Animes ist oft sanft und besitzt eine gewisse träumerische Atmosphäre, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gefällt. Die Mumins haben eine zeitlose Anziehungskraft, da sie Themen ansprechen, die universell und für alle Altersgruppen relevant sind. Die Mumin-Serie ist episodisch aufgebaut und folgt den Abenteuern der Mumin-Familie und ihrer Freunde in der idyllischen und fantasievollen Welt des Mumintals. Die Handlung umfasst eine Mischung aus alltäglichen Aktivitäten und fantastischen Abenteuern, angefangen von Picknicks und Festen bis hin zu magischen Entdeckungen und unerklärlichen Phänomenen. Es gibt eine Vielzahl von Abenteuern, die von der Erkundung der Natur bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen reichen. Die Geschichten handeln von Freundschaft, Liebe, Abenteuerlust und dem Umgang mit verschiedenen Emotionen und Herausforderungen, die oft zu lehrreichen Erfahrungen führen. In ihrer heimeligen Umgebung, einer zauberhaften Welt, gibt es eine Vielzahl faszinierender und liebevoll gestalteter Wesen. Mumin selbst ist kindlich, sehnsüchtig und voller Fantasie. Mumin Papa, der in seinem Zylinder sowohl bürgerlich gesetzt als auch lausbübisch abenteuerlustig ist, und Mumin Mama, die stets mit Schürze und Handtasche ausgestattet ist, zeigen unerschütterliche Liebe und Toleranz. Sniff hingegen erscheint naiv und tollpatschig, begleitet von Ängstlichkeit und Neugier. Zudem trägt er eine gewisse Gier in sich. Snorkfräulein ist Mumins Freundin und Bewunderin. Obwohl ihr Verhältnis manchmal kompliziert ist, kehrt sie trotz gelegentlicher Verliebtheiten und Uneinigkeiten stets zu Mumin zurück. Der Bruder des Snorkfräuleins heißt Snork und ist ein Erfinder, der sich oft wichtig nimmt, ungeduldig ist und leidenschaftlich gerne organisiert. Klein Mü sagt oft, was sie denkt, ohne sich um Konventionen oder Meinungen anderer zu kümmern. Sie ist sehr klein, autonom und respektlos und durchschaut ihr Gegenüber meist schneller, als es diesem lieb ist. Snuffkin ist ein Freund von Mumin, der die Freiheit liebt und Autoritäten ablehnt. Hemul hingegen sind korrekt zwanghafte Individuen, wie Briefmarkensammler, Botaniker oder Polizeiinspektoren. Die Hattifnatten sind kleine, spargelähnliche Gespenster, die bei Gewitter auftauchen und nach elektrischer Ladung suchen. Die Morra ist ein kaltes und einsames Wesen, das gelegentlich im Mumintal erscheint und die Bewohner frieren lässt. Tudiki ist eine kluge Frau und gute Freundin der Familie, die Probleme auf vernünftige und praktische Weise löst und den Winter im Saunagebäude des Muminhauses verbringt. Schließlich gibt es noch Tofslan und Wifslan, zwei kleine Wesen mit rüsselähnlichen Nasen, die die Mumins besuchen, einen großen Rubin in ihrem Koffer mitbringen und stets auf der Hut sind, um ihren größten Schatz zu beschützen. Sowie Stinky, der ziemlich frech ist und den Mumins und ihren Freunden oft Streiche spielt und sie ab und an in Schwierigkeiten bringt. Zu guter Letzt gibt es noch Bisam, ein Philosoph, der die Sinnlosigkeit der Dinge erforscht. In diesem Video erkunden wir aber nicht nur die liebenswerten Charaktere, sondern eher die geniale Schöpferin der Geschichten selbst, Tove Jansson. Denn ihre Geschichte ist genauso farbenfroh wie die Seiten ihrer Bücher.
Eine Frau mit einer einzigartigen Begabung für Worte und Pinselstriche, die mit ihren Werken nicht nur Geschichten für die Ewigkeit geschaffen hat, sondern auch eine Welt, die Generationen von Lesern in ihren Bann zieht. Tove Jansson wurde am 9. August 1914 geboren und wuchs in einer künstlerischen Familie auf, die in Helsinki lebte. Ihr Vater Viktor Jansson war ein Bildhauer aus einer finnlandschwedischen Kaufmannsfamilie, während ihre Mutter Signe Hammarsten Jansson eine bekannte Grafikerin war, sowie die Tochter eines schwedischen Pastors. Tove hatte zwei jüngere Brüder, Per Olof und Lars. Die Familie lebte überwiegend im schwedischsprachigen Umfeld. In ihrer Kindheit verbrachte Tove viel Zeit bei der Verwandtschaft ihrer Mutter in Schweden, insbesondere auf der Insel Blidö sowie auf der finnischen Schäreninsel Pellinge, die als Sommerdomizil der Familie diente. Diese Landschaften wurden später zu Inspirationen für die Mumin-Romane. Die Eltern führten ein Leben, das zwischen Bürgerlichkeit und Bohem pendelte und oft von finanzieller Unsicherheit geprägt war. Toves Mutter studierte Kunst in Stockholm und Paris und war eine begabte Künstlerin, obwohl Kunstwerke von Frauen in Finnland zu dieser Zeit wenig Anerkennung fanden. Sie unterstützte die künstlerische Karriere ihres Mannes und trug gleichzeitig durch ihre Grafikarbeiten zum Lebensunterhalt der Familie bei. Unter ihrer Anleitung begann Tove bereits in ihrer Kindheit zu zeichnen. Ihren ersten Mumin zeichnete Tove übrigens an einer Hauswand. Mit 14 Jahren veröffentlichte sie ihre erste Zeichnung in einer Zeitung und mit 15 Jahren ihren ersten Comic in einer Kinderzeitschrift. In ihrer Jugend diente sie als Model für einige Skulpturen ihres Vaters. Obwohl ihre Beziehung zu ihrem Vater aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Ansichten konfliktreich war, blieb er für Tove ein wichtiger künstlerischer Bezugspunkt und seine Meinung zu ihrer Kunst war von entscheidender Bedeutung. Tove hatte eine enge Bindung zu ihrer Mutter und zu ihren Brüdern, mit denen sie auch später künstlerisch zusammenarbeitete. Besonders ihre Mutter vermittelte Tove nicht nur die Liebe zum Zeichnen und entsprechende Techniken, sondern half ihr auch, erste Kontakte zu Verlagen und Zeitschriften herzustellen, was Tove den Einstieg in die Welt der Kunst und des Schreibens ermöglichte. Während ihres Studiums lernte sie die Grafikerin Tuulikki Pitelä kennen, die später ihre Lebenspartnerin wurde. Die beiden lebten von 1995 bis zu Toves Tod zusammen. In ihrer Kindheit fand Jansson wenig Freude am Schulalltag und zeigte nicht mal eine besondere Neigung für den Kunstunterricht, den sie als zu streng und zu einengend empfand. Bereits mit 16 Jahren brach sie die Schule ab und zog auf Wunsch ihrer Eltern zu ihrem Onkel nach Stockholm. An der Technischen Schule Stockholm, an der auch ihre Mutter studiert hatte, konzentrierte sie sich von 1931 bis 1933 auf Illustration und Werbezeichnung, interessierte sich im Laufe der Zeit aber immer stärker für die Malerei. Nach ihrer Rückkehr nach Helsinki im Jahr 1933 setzte sie ihr Studium an der Zeichenschule des Kunstvereins fort, das von 1933 bis 1936 dauerte und sich auf Malerei konzentrierte. Sie verließ zwischenzeitlich die Schule aus Protest gegen ihre konservative Ausbildung, nahm jedoch später ihre Studien wieder auf. Zu dieser Zeit war die Ausrichtung der finnischen Kunstschulen wenig international, doch durch ihren Aufenthalt in Schweden war Jansson stärker in europäischen Strömungen orientiert. 1934 unternahm sie ihre erste Reise nach Deutschland und Frankreich, wo sie vor allem die Maler des Impressionismus studierte. In den Jahren 1938 und 1939 reiste sie erneut nach Frankreich und Italien. Besonders die Reise zum Vesuv inspirierte sie später zu ihrem Kinderbuch Komet im Mumintal. Während dieser Zeit schuf Jansson großformatige Gemälde mit mystischen Landschaften und märchenhaften Szenen. In dieser Periode ihres Lebens lernte Jansson den 6 Jahre älteren Sam Vanni kennen. Er fungierte als ihr Privatlehrer und wurde für einige Jahre auch ihr Lebensgefährte. Vanni hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Janssons Sichtweise der Welt und ihren Malstil.
Obwohl sich das Paar nach einigen Jahren trennte, blieb Jansson eng mit Samvani und seiner späteren Ehefrau Maya befreundet. Ab den 1930er Jahren begann Tove außerdem, ihren Lebensunterhalt mit Karikaturen und Illustrationen zu verdienen, darunter Buchumschläge und Postkarten. Ihre politischen Karikaturen richteten sich gegen den Nationalsozialismus und Stalinismus, was wiederholt auf Widerstand stieß. Insbesondere Karikaturen, die Deutschland kritisierten, wurden in dem traditionell deutschlandfreundlichen Finnland nicht gut aufgenommen. In schwedischsprachigen Publikationen wie der Zeitung Svenska Pressen und der Satirezeitschrift Garm konnte sie sich freier ausdrücken, aber auch dort geriet sie zunehmend unter Druck. Schon zu dieser Zeit tauchte der Mumintroll als Markenzeichen in ihren Bildern auf. Schaut man sich ihre Comics und satirischen Zeichnungen für das Magazin Garm an, die sie in den 30er Jahren und während des Krieges gemacht hat, niemand wusste damals, wie der Krieg ausgehen würde. Wer würde gewinnen und was würde danach mit Finnland passieren? Und sie karikierte Hitler und Stalin in jenen Zeiten offen. Eine junge Frau unter ihrem eigenen Namen. Tove hatte Courage. Selbst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte Jansson ihre Arbeit für die Zeitschrift Garm fort, bei der sie oft auch die Titelseite gestaltete. Ihre Karikaturen behandelten nun Themen wie den Alltag im kriegsgezeichneten Finnland und die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Dennoch blieb die Malerei weiterhin ihr Hauptfokus. Im Jahr 1944 mietete sie ein Atelier im Stadtzentrum von Helsinki, in dem sie lebte und arbeitete. Während der Kriegsjahre schuf sie Porträts und Selbstporträts, von denen viele verkauft wurden. In den 1940er Jahren erlangte Jansson als Malerin von großflächigen Wandgemälden Bekanntheit. Sie schuf Glasmalereien und Wandgemälde für öffentliche und private Gebäude, darunter Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Restaurants und Fabrikgebäude. Einer ihrer bedeutendsten Aufträge war die Gestaltung von zwei Fresken für den Speisesaal im Stadthaus von Helsinki, den sie im Jahr 1946 begann. Im Jahr 1954 malte sie ein Altarbild für eine Kirche in Westfinnland, das das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen darstellte. Insbesondere in den 1950er Jahren bildeten diese Gemälde eine wichtige Einnahmequelle für Jansson. Mit steigender Bekanntheit der Mumins wuchs auch die Nachfrage nach Mumin-Gemälden, insbesondere für Kindereinrichtungen. Ihr letztes Monumentalgemälde entstand 1984 für einen Kindergarten. Tove Jansson etablierte sich auch als Illustratorin und wurde bereits in den 1930er Jahren bekannt. Sie illustrierte nicht nur ihre eigenen Bücher, sondern gestaltete auch Illustrationen für Werke wie Der Hobbit oder Alice im Wunderland. Der Schriftsteller und Politiker Artus Virtanen, mit dem Tove von 1944 bis 1951 liiert war, spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermunterung von Jansson, ihr erstes Kinderbuch zu veröffentlichen. Die Geschichte, die sie während des Winterkrieges begonnen hatte, wurde 1995 unter dem Titel »Småtrollen och Störa Översvämming« auf Deutsch »Mumins lange Reise« veröffentlicht und bildet den Vorläufer der Mumin-Reihe. Leider war das Buch kommerziell nicht sehr erfolgreich. Erst mit ihrem dritten Buch, Trollkarlens Hatt oder auf Deutsch Die Mumins, eine drollige Gesellschaft, welches 1948 veröffentlicht wurde, erlangte Tove Jansson internationale Anerkennung als Schriftstellerin. Den Durchbruch auf dem finnischen Markt erzielte sie schließlich mit dem Bilderbuch Mumin, wie wird's weitergehen, das 1952 erschien. Im Jahr 1947 schuf Tove Jansson ihren ersten Mumin-Comic, der auf Anregung von Artus Virtanen basierte und Motive von ihrem zweiten Mumin-Buch Komet im Mumintal von 1946 aufgriff. Dieser Comic erschien unter dem Titel Mumintrollet och Jordens Undergång, auf Deutsch Mumin und der Weltuntergang, in der schwedischsprachigen Wochenzeitung Nytid, deren Herausgeber Virtanen war. Die Serie wurde nach einem halben Jahr eingestellt und Bemühungen, sie in anderen Zeitungen anzubieten, blieben erfolglos. Jedoch wandte sich 1952 der britische Zeitungskonzern Associated Newspapers an Tove und bat um einen täglichen Comic mit den Mumins, deren Büchern mittlerweile auch in Großbritannien populär geworden waren. Die erste Folge erschien 1954 im Boulevardblatt The Evening News.
Bis 1959 folgten zahlreiche weitere Fortsetzungsgeschichten, die sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene richteten und auf den Büchern basierten, aber auch neue Figuren und Handlungsstränge einführten. Toves jüngerer Bruder Lars übersetzte die Comics ins Englische. Obwohl die Comics international beliebt waren und Tove erstmals ein stabiles Einkommen sicherten, empfand sie das Comiczeichnen bald als Belastung. Der hohe Zeitdruck beeinträchtigte ihre Freude an der Arbeit und der Status als weltweite Berühmtheit begann sie zu überfordern. 1959 beendete Tove die Zusammenarbeit mit den Evening News. Lars Jansson, der an vielen der Comics mitgearbeitet hatte und den Zeichenstil seiner Schwester erlernt hatte, übernahm die Arbeit und setzte die Mumin-Comics weitere 15 Jahre fort. Der Comic wurde in 120 Zeitungen in 40 Ländern veröffentlicht und ist bis heute die erfolgreichste finnische Comicserie. 1960 gestaltete sie ihr zweites Bilderbuch Wer tröstet Toffel im Stil vieler ihrer Mumien-Illustrationen, jedoch ohne die Mumins. Bereits 1957 fand sie jedoch mit Winter im Mumintal zurück zu den Mumienbüchern und verlieh ihnen eine neue, erwachsene Richtung. Anschließend schrieb sie die Geschichtensammlung Geschichten aus dem Mumintal sowie zwei weitere Mumin-Romane. Mumins wundersame Inselabenteuer ist der letzte Roman, in dem die Mumins auftreten. Mit Herbst im Mumintal erzählte sie von dem Verschwinden aus dem Mumintal und beendete somit ihre Geschichte. 1977 und 1980 veröffentlichte sie jedoch zwei weitere Bilderbücher, Die gefährliche Reise und Der Schurke im Muminhaus, die in der Welt der Mumins angesiedelt sind. Letzteres gestaltete sie gemeinsam mit Fotografien ihres Bruders Per Olof. Tove ließ sich von realen Vorbildern inspirieren, als sie viele der Figuren der Muminwelt schuf. Athos Virtanen war eine bedeutende Quelle für die Charaktere des Snufkin und des Bisam. Eine weitere wichtige Person in Janssons Leben war die Theaterregisseurin Vivica Bendler, die sie im Jahr 1946 kennenlernte. Zwischen ihnen entwickelte sich eine Liebesbeziehung, die sie geheim halten mussten. Dies war nicht nur aufgrund von Bendlers Ehe, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass Homosexualität in Finnland zu dieser Zeit noch unter Strafe stand. In einem Fresko für das Stadthaus von Helsinki malte Tove jedoch Vivica Bendler deutlich erkennbar ins Zentrum eines ihrer Bilder und trotzte damit den gesellschaftlichen Zwängen. Zudem verewigte Jansson das Paar in den Figuren Tovslan und Vivslan, die erstmals im dritten Mumin-Roman Die Mumins eine drollige Gesellschaft auftraten. Tovslan und Vivslan ist wahrscheinlich abgeleitet von Tove und Vivica. Vivslan bedeutet übrigens das Zögern und Tovslan Pantoffel. Die Beziehung zwischen Tove und Vivica endete im Jahr 1947, aber sie blieben ein Leben lang enge Freunde. Tove Jansson konsultierte Bendler regelmäßig für ihre Manuskripte und verfasste auf ihre Anregung Theaterstücke über die Welt der Mumins, bei denen Bendler Regie führte. Vivica Bendler und ihr österreichischer Ehemann Kurt übersetzten gemeinsam die ersten drei Mumin-Romane ins Deutsche. Tove Janssons spätere langjährige Lebensgefährtin, die Grafikerin Tuulikki Pitelä, fand ihre Entsprechung in der Figur Tuulikki in den Mumin-Büchern. In der Literatur für Erwachsene veröffentlichte Tove 1968 ihr autobiografisches Buch »Die Tochter des Bildhauers«. Nach ihrem letzten Muminbuch von 1970, in dem die Mumins abwesend sind, widmete sie sich hauptsächlich Büchern mit menschlichen Figuren, darunter viele Kurzgeschichten. Diese Werke behandeln häufig Themen wie kreative Menschen, Kommunikationsschwierigkeiten, zerrüttete zwischenmenschliche Beziehungen, Lebenslügen, die Obsession von Ideen und das Altern. In ihren späteren Lebensjahren verbrachte Tove vermehrt Zeit auf einer kleinen Insel im finnischen Meerbusen zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Tuulikki Pitelä. Sie bewohnten dort ein schlichtes Haus, das von Pitelas Bruder, dem Architekten Reimer Pitelä, für sie entworfen wurde. Zu dieser Zeit fand Tove erneut Freude an der Welt der Mumins. Gemeinsam mit ihrer Partnerin und dem Arzt und Mumin-Fan Pentti Aistola schuf sie ein detailreiches Modell des Muminhauses, das heute im Mumi-Museum in Tampere ausgestellt ist.
Am 27. Juni 2001 verstarb Tove Jansson schließlich nach einer längeren Krankheit in Helsinki. Und so endet auch unsere Reise durch das Leben von Tove Jansson. In der Welt der Mumien spiegeln sich die realen Erfahrungen, Liebe und die Herausforderungen ihrer Zeit wider. Die Mumien sind mehr als nur Geschöpfe aus einer fiktiven Welt. Sie tragen die Essenz von Toves Beziehungen und ihren Mut zur Authentizität in sich. Auch wenn Tove selbst sich mit der Anime-Adaption nie wirklich anfreunden konnte, da sie laut ihr ihre Grundbotschaft verloren hatte, so hat sie doch vielen Kindern die Tür ins Mumintal geöffnet. Je älter ich wurde, umso mehr Interesse habe ich an ihren Büchern gezeigt und jedes einzelne von ihnen verschlungen. Ich bin gespannt darauf zu erfahren, welche Erinnerungen oder Geschichten die Mumins und Tove Jansson in euch wecken.